Schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind heute Nachmittag. Prominente sind oft Vorbilder. Ihr Leben macht neugierig. Man fragt sich, was steckt hinter diesem Strahlen, hinter diesem Erfolg? Ich habe heute liebgewonnene Prominente eingeladen und ich darf mit Ihnen sehr offen und sehr ehrlich über Ihr Leben und die Liebe und mitunter auch die eine oder andere Niederlage sprechen. Ich freue mich sehr auf Ein Stern, der deinen Namen trägt. Er hat diesen Song 1998 veröffentlicht und ich freue mich wirklich besonders, dass Nick B. heute bei mir ist. Hallo. Wenn es um die Sterne geht, bittet das ganze Land um ihren Rat. Gerda Rogers, die berühmteste Astrologin in Österreich, hat hierzulande längst Kultstatus erreicht. Immer an ihrer Seite PR-Manager Clemens Trischler. Schön, dass du da bist heute. Danke. Chris Steger ist da, die neue Austropop-Entdeckung des Jahres und jüngster Amadeus-Gewinner, der heute noch für uns am Ende singen wird. Die ehemalige Miss Austria Larissa Robitschko hat ihre Karriere vom Model zur Moderatorin selbst in die Hand genommen. Das heißt, der Sieg der Misswahl war in Wirklichkeit einfach nur Mittel zum Zweck. Geschäft gemacht. Anna Buchecker, die große Stimme, die Starmania für sich entscheiden konnte, unter anderem mit ihrer selbst komponierten Ballade, die unter die Haut ging. Und guten Morgen! Eva Pölzl, die gut gelaunte Moderatorin mit ihrem ansteckenden Lachen, mit der wir sozusagen fast jeden Tag mittlerweile seit 2016 aufstehen. Herzlich willkommen. Bist du aufgeschlafen? Ich bin schon wieder müde. Meine Lieben, man kennt euch, man liest viel über euch, verfolgt mitunter den Weg, die Karriere. Viele Menschen wissen aber zum Beispiel nichts oder wenig über eure Kindheit. Nick, wie war deine Kindheit? Turbulent. Anfangs war es ja richtig wie in jeder Familie, einfach super. Wir haben Spaß gehabt. War eine große Familie, wir waren 5 Kinder, oder sind immer noch 5 Kinder, und haben in einem so einem Wohnkomplex gelebt, wo 5, 6 Familien waren und alle hatten so 4, 5 Kinder. Also wir waren richtig eine große Kindergemeinschaft, die viel Spaß hatte. An den freien Tagen und eigentlich schön. Mhm. Wo war das? In Friesach in Kärnten. Okay. Es war einfach perfekt. Das Ganze hat sich dann geändert, als meine Mutter leider Gottes sehr früh verstarb. Ich war 9 Jahre alt. Und dann kam alles ganz anders, als wie man sich das vorstellen könnte, als Kind sich wünscht. Aber schlussendlich kann ich heute hier sitzen und trotzdem sagen, ich schaue auf ein schönes Leben zurück. Es hat vieles gegeben, das mir geholfen hat in dieser Zeit und dass ich meine Träume, die ich so hatte im Leben, irgendwie in Erfüllung bringen konnte. Ich glaube, du warst 8 Jahre alt, als deine Mama dich irgendwie so milde angelächelt hat und wahrscheinlich den Gedanken hatte, Buh, was wird einmal aus dir? Gell? Ich war immer schon sehr musikaffin. Mhm. Musik hat mich einfach immer fasziniert und meine Mutter hat den ganzen Tag bei der Hausarbeit gesungen, so diese Volkslieder vor sich hergesungen. Mein Vater war ja Russe und hat Balalaika gespielt und hat oft seine russischen Freunde eingeladen gehabt und die haben Musik gemacht, gesungen und diese schwermütigen Lieder, die sie oft von sich gegeben haben, die haben mich einfach fasziniert. Ich bin der Einzige von den ganzen Kindern gewesen, der immer dabei gesessen ist und zugehört hat und fasziniert von diesen Klängen war. Aber auch wiederum dieser Kontrast, diese Schwermütigkeit oft in den Liedern und dann plötzlich wieder diese unglaubliche, überschwängliche Lebensfreude. Sie haben dann angefangen zu tanzen. Und ich war einer, der das immer gerne beobachtet hat. Und irgendwie hat sich dann in meinem Leben alles irgendwie so entwickelt, dass ich einfach den Weg zur Musik gesucht habe. Weil ich auch nach dem Tod meiner Mutter in der Musik
die Kraft gefunden habe, auch die Möglichkeit gefunden habe, das zu verarbeiten, weil ich es nicht verstehen konnte, warum dieser Mensch so früh von dieser Welt ging und uns Kinder unter Anführungszeichen im Stich gelassen hat. Aber vielleicht ist sie genau der Stern, der über dir wacht und letztendlich, ich meine, du hast ja, es kamen schon vor, ein Stern, der deinen Namen trägt, Erfolge, aber so richtig der Durchbruch in Wirklichkeit. Ich glaube, dass auch die Wurzel von diesem Lied auch in dieser Thematik basiert ist. Als ich früher, als meine Mutter starb, gefragt habe, die Erwachsenen, ja, wo ist jetzt die Mutti? Dann bekam ich als Antwort immer, ja, die ist jetzt da oben am Himmel ein Stern. Die ist da oben und lebt halt da oben so irgendwie und schaut auf uns runter und passt auf uns auf. Nicht? Und ich bin oft, wenn Sternen, klare Nacht war, draußen gesessen und habe da aufgeschaut und habe mich gefragt, wie komme ich da eigentlich auf? Was tut sie da oben? Warum ist sie da oben? Warum sind sie bei uns herunter? Nicht? Und so irgendwie habe ich dann diese Verbindung zu den Sternen gesucht und ich glaube, auch da ist irgendwie dann dieses Lied entstanden, ein Stern, der deinen Namen trägt, das dann irgendwann so ein Riesenerfolg geworden ist. Ich meine, die Gerda, also ich glaube, wahrscheinlich hast du dir gedacht, das kann doch nur mein Lied sein. Aber ich erinnere mich, wir haben uns kennengelernt, 25 Jahre her. Ja, das war auch beim ORF. Ja. Ja. Und ich habe dir in die Sterne geblickt. Stimmt, werde ich nie vergessen, wirklich. Was hat sie gesagt? Sie hat mich so angeschaut und irgendwie sagt sie dann zu mir, du brauchst um deine Zukunft keine Sorgen machen. Das beruhigt. Bei dir läuft es nicht. Und das war wirklich für mich ein unglaublich großer Moment auch, weil man kannte Gerda Rogers, man weiß, sie prophezeit, sie sagt was voraus. Ja. Und wenn sie sagt, das, was ich mache, das passt, dann habe ich gedacht, okay, kann ich mich zurücklehnen. Ihr zwei habt mehr gemeinsam, als ihr glaubt. Also nicht nur die Liebe zu den Sternen. Ihr feiert auch runde Geburtstage. Gerda, am 1.1. ein Neujahrsbaby haben wir auf der Bühne. Bitte schön. Ist unglaublich. Ich traue es mir gar nicht sagen. 80. 80. Wahnsinn. Ist das unglaublich? Ja. Oh. 80 Jahre. Also geschafft. Eva, ich möchte gerne, wir zwar. Wir möchten gerne. So ausschauen. Großartig. Was müssen wir tun? Du bist unser Vorbild. Was müssen wir machen? Lustig leben. Ja, ja du, was soll ich sagen? Ich lebe lustig. Ich nehme nur die schönen Dinge vom Leben. Ich lebe jeden Tag ganz normal. Gib meinem Körper den Lebensrhythmus, den er braucht. Geh am Abend brav ins Bett, in der Früh steh brav bald auf. Trinke nicht, rauche nicht, nimm keine Drogen. Das ist alles, habe ich in meinem Leben nicht gebraucht. Kann auch so glücklich sein und lustig sein. Und du hast einen jungen Mann an deiner Seite. Ja, ich liebe junge Menschen. Und ich bin ja bei Ö3 nur mit jungen Menschen beisammen. Denn meine liebe Freundin hat einmal zu mir gesagt, wenn du alt bist, nimm dir nur junge Freunde. Keine Liebhaber, bitte. Aha. Weil die machen dich wieder fertig. Die braucht man nicht. Ja, Freunde, bitte. Also der Clemens ist nicht dein Liebhaber. Na, um Gottes Willen. Aber das haben wir eh schon oft gesagt. Also wir sagen uns ja oft gegenseitig, wer den größeren Vogel haben müsste, sie oder ich, wenn wir uns gegenseitig nehmen würden. Und wir würden uns auch, hast du mir oft schon gesagt, astrologisch überhaupt nicht zusammenpassen. Ein Albtraum. Danke. So, ich muss dir sagen, liebe Barbara, das würde ich nicht einmal mir selber noch zutrauen. Geschweige dem, um Gottes Willen. Bitte, meine Damen, irgendwo sind Grenzen im Leben. Was ist eure Beziehung? Also wie ist das zu verstehen? Weil mein Manager, wir haben mein Kind, ich bin die Ersatzmama von ihm. Die Beste der Welt. Aber das wird er ja dann noch erzählen. Ja, es hat uns auch das Schicksal zusammengeführt. Es war auch in einem Fernsehstudio, kam er rein, na, ich als ältere Dame, da war mir sagen, ja, hallo, er kam mit einem sehr hübschen Freund. Und ich war auch hübsch, oder was? Ja, ihr zu zweit. So, okay. Und ich habe gesagt, na, hallo, ihr zwei hübschen Burschen, was macht denn ihr da? Als ältere Dame darf man das einmal sagen, der Vorteil des Alters. Wenn man jung ist, kann man es nicht. Darf man sich alles erlauben, gell? Ab einem gewissen Alter. Da darfst du einiges erlauben. Mhm. Naja, ja. Man darf die Wahrheit sagen, sagen wir so. Also so habt ihr euch kennengelernt und dich wiederum verbindet ein bisschen was auch mit dem Nick, weil auch du, Clemens, deine Mama verloren hast. Du warst zwar schon ein bisschen älter, ja. Aber trotzdem.
Noch ja, aber Mutter habe ich noch gebraucht. Mama. Und wenn du mir vor 5 oder 6 Jahren, na gut, jetzt kennen wir uns 5 Jahre, gesagt hättest, meine Mutter wird Gerda Rotscher sein, hätte ich dich wahrscheinlich ausgelacht. Und es war ja auch so, sie hat mich ja damals, wie gesagt, angesprochen. Ich habe gedacht, wieso redet mit dir an? Ich meine, ich hätte mich nie getraut, sie anzusprechen, weil kennen tut es ja jeder. Mhm. Aber gedacht, absolut, aha, ja. Gut, ja. Also sie war, ich habe eigentlich immer gedacht, na so sympathisch war es mir vorher ehrlich gesagt gar nicht. Dann habe ich ach so? nein, aber es ist auch so, dass es ja natürlich auch, glaube ich, auf der Hand liegt. Die Gerda ging ja auch vor mir kaum auf Events. Sie war eigentlich nur im Ö3 am Sonntag zu hören, am Montag im Ö3-Wecker und selten auf Events. Und plötzlich war sie mit mir da. Mir ist bewusst, dass das für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Aber es kann auch, wir sind, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass man einfach auch gut privat und beruflich verbunden sein kann, ohne dass man miteinander ins Bett geht. Aber ihr wohnt zusammen? Also naja, jetzt bin ich gerade wieder bei ihr gewesen, weil wir jetzt ein neues Projekt machen. Aber ja, wir arbeiten zusammen. Ja, weil du hast irgendwann mal erzählt, ein Mann kommt mir nicht mehr ins Haus. Nein, nein, das Haus bleibt sauber. Aber ich sagte was, ich suche ja immer wieder mal einen. Aber sie will eh du keinen suchst haben. Einen Mann für die Gerda? Nein, ich habe mir schon mal kurz überlegt, wäre ganz nett, wenn sie einen hätte. Aber dann denke ich mir, na, wenn der da wäre, wäre das Erste, was ich ihm zeigen würde, die Tür nach draußen, wenn er reinkommt. Na, vor allem, dann wärst du, was würdest du dann tun? Dann könntest nein, du der hätte begleiten. Keine Chance gegen mich. Ja. Na, kind, stärker. Du, Barbara, er braucht sich keine Sorgen machen, dass sie seit 30, na warte, wie lange ist abgeschlossen? Ja, 30 oder ist der Laden geschlossen? Der Laden ist geschlossen, gell? Ja. Du, also man kann sagen, du bist mit der Ersatzmami da und der Chris Steger ist auch mit seiner Mami da, gell? Ja, die begleitet mich ab und zu, wenn es Zeit hat, die Mama, und es taugt mir voll, dass sie das macht und mir haben alle einen Spaß. Was macht die Mama alles für dich? Ja, sie macht eigentlich eh relativ viel. Sie macht viele Sachen für mich aus, ein paar Auftritte und so unterstützt sie mich dabei. Und für das bin ich eigentlich gescheit dankbar, weil das ist auch nicht so selbstverständlich, dass sie das tut für mich und es freut mich voll. Und so wie heute beim Autofahren streiten wir zwar schon ab und zu, aber. Wir haben auch gestritten beim Herfahren. Aber auf die Nacht passt es dann wieder. Du bist jetzt quasi auch so ein Stern, ein Star. Und das ging aber doch sehr schnell, oder? Hast du das doch? Ja, so ein richtiger Star, so sehe ich mich selber eigentlich auch nicht. Aber mir taugt es voll, dass ich Musik spielen kann. Und es ist richtig alles relativ unverhofft gekommen. Und das hätte ich mir eigentlich nie gedacht. So. Und jetzt taugt es mir voll, wenn ich mit seinen Leuten, die da heute da sind, da nebenbei sitzen darf. Ist richtig ein Wahnsinn. Das hätte ich mir auch niemals gedacht. Was ist denn dein Ziel? Mein Ziel ist eigentlich, dass ich bei der Musik auch eine Freude habe. Also bei der Musik bleiben, schon. Bei der also Musik bleiben. Du warst auch bei Castingshows. Ja, ich war auch bei der einen oder anderen Castingshow dabei und natürlich habe ich da auch gesungen ein bisschen. Eine habe ich gewungen und bei der anderen habe ich mit. Aber es ist voll cool, wenn man da überhaupt schon dabei ist. Weißt du, warum ich dich so frage? Weil die Anna Buchecker, Starmania-Gewinnerin der letzten Staffel, eigentlich nicht gewinnen wollte. Du hast ja gedacht, lieber Zweite. Das hat ein bisschen einen Sinn, ne? Wie die Stürmer. Genau. Oder Anna? Ich glaube, ich weiß nicht, geht wirklich um die Erfahrung, glaube ich. Es ist einfach super, wenn man sie ein bisschen ausprobieren kann. Wenn man schauen kann, wie weit kann ich gehen. Was macht das mit mir? Und wie stabil bin ich überhaupt mental oder auch körperlich, dass ich imstande bin, dass ich sowas mache. Und ich habe extrem viel gelernt für mich und extrem viel gelernt über mich. Und deshalb war es wirklich eine Bereicherung für mich und mein Leben. Und jetzt machst du nach wie vor Musik und du studierst auch. Ich studiere tatsächlich Musik, deshalb ist das auch so ein Ineinandergehen. Hast du mit dem Sieg gerechnet? Bist du in diese Castingshow hineingegangen und hast dir im Hinterkopf gedacht, das gewinne ich? Boah, nein. Nicht? Nein. Ich zweifle dann nach wie vor, ob ich eine gute Musikerin bin. Okay. Und wenn ich das nicht machen würde, glaube ich, dann würde ich nie. Was ist Eva? Woran zweifelst du noch? Nein, ich glaube, man es geht glaub, immer keine nach Grund oben. Zu zweifeln, echt. Ja. Ich hab das gesehen, ich habe deine Auftritte gesehen und muss echt sagen, du bist ein Riesentalent, sofern ich das beurteilen kann. Und wenn du es richtig anpackst. Hast du geschaut, Nick? Hast du geschaut? Nicht alles, aber teilweise habe ich geschaut und habe die Anna gesehen und habe mir echt gedacht, Wahnsinn, da ist wirklich ein großes Talent, das wirklich eine großartige Stimme hat, das hoffentlich aus der Stimme was macht. Immer auftritt, oder? Und alle Fälle so ist es. Das wundert mich, genau, dass du sagst. Ich bin immer auch sehr kritisch, diese Sachen anzuschauen und weiß, wie die Branche funktioniert. Und das ist ein hartes Pflaster. Und
Anna hat für mich alle Voraussetzungen als Musikerin, das zu schaffen. Ja. Ich meine, wir werden jetzt kurz da reinschauen. Können wir das nochmal wiederholen für meine Oma? Immer ja, wieder! Im gleichen Alter, oder? Dieser selbstkomponierte Song und dass du da gesessen bist am Klavier, also die Stimmung, das war schon Gänsehaut. Ja. Ich weiß nicht, wie oft du dir das angeschaut hast danach? ja, nicht so oft, aber ab und zu habe ich es mir natürlich schon angeschaut, weil man ja immer suchen will, was man noch verbessern kann. Genau. Aber vielleicht siehst du jetzt was. Also ich hätte nichts gefunden. Schauen wir nochmal kurz rein. Anna Buchecker. I wonder if there is ease in heaven. I wonder if there is ease in heaven. Gänsehaut, oder? Hammer. Gänsehaut habe ich. Super. Ja, Wahnsinn. Danke. Anna, wir sind so ein kleines Land, ne? Aber das hat ein absolut internationales Niveau. Ne? Also wenn du dir jetzt irgendwie andere Sängerinnen, oder? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja, und dann ist es so bescheiden. Heißt. Aber sag mal, aber es so. Ist gut auch. So es ist, ja, vielleicht ist es eh gut. Weil ich habe dich nämlich deswegen gefragt, die Larissa. Die Larissa hat bei einer Misswahl mitgemacht und hat sich gedacht, gell, da gewinne ich eh nicht. Ne? Ja, also es war wirklich so, dass ich zu meiner ganzen Familie, damals bei der Miss Steiermark-Wahl, gesagt habe, ihr braucht es wirklich nicht kommen. Es braucht euch den Weg nicht antun, weil erste Runde und dann verabschiede ich mich mit einem freundlichen Winken. Und ja, als ich dann zu den letzten drei auf die Bühne geholt worden bin, habe ich mir gedacht, hey, warte mal, das ist schon viel weiter, als ich mir gedacht habe, dass ich komme. Und wie dann mein Name tatsächlich gefallen ist, es sind alle, also meine ganze Familie ist aufgesprungen, ich habe es gar nicht glauben können. Mein kleiner Bruder hat sich hingeworfen auf den Boden vor lauter Freude. Und das war halt für mich ein unglaublicher Moment. Und dann ging es ja weiter zur Miss Austria-Wahl. Da hast du auch gedacht, gell? Da haben wir auch gedacht, erste Runde mit dem Winken und das war es dann. Und ja, auch wenn man sich die Konkurrenz natürlich anschaut, das ist ein Wahnsinn. Ganz Österreich, was da an nicht nur Schönheit, sondern auch Klugheit, alle studiert, alle haben irgendwie ein Ziel verfolgt. Inzwischen ist das wirklich eine Plattform, die man ja auch nutzen kann für seine Ziele. Und das ja. Hast du genutzt? Ja. Du hast nämlich, du hättest genauso gut hergehen können und sagen, okay, ich erobere jetzt die Laufstege in Paris, Mailand, New York. Nein, das nutze ich anders. Ja, das stimmt. Also ich habe früher schon gemodelt, meine Mama war Model, auch meine Oma war schon Model, lass also aber im kleineren Kreis. Eine schöne Kreis. Familie. Sogenannte Modelfamilie. Ja, ich bin dann eben in Hartberg auch schon früher am Laufsteg gestanden, aber habe immer gewusst, dass das nicht das Richtige für mich ist, weil so viel Respekt ich wirklich für jedes Model habe, ist eine unglaublich schwierige Branche. Mir war das irgendwie dann einfach, weiß nicht, ich stehe viel lieber und rede was und erzähle was und begeistere die Leute, anstatt dass ich mit einem strengen Blick über den Laufsteg gehe. Was ist dein Ziel? Das ist eine gute Frage. Also das ändert sich ja tatsächlich immer wieder. Also vor der Misswahl war es, ja, so Sinn im Leben vielleicht. Nach der Misswahl habe ich mir gedacht, ich muss das wirklich gut nutzen und habe eben durch die ganzen Medienauftritte und Interviews und ich war ja wirklich überall, durfte ich dabei sein. Habe ich halt gemerkt, okay, die Medienbranche, das taugt mir so, das gefällt mir so, auf der Bühne stehen, das taugt mir so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Moderatorin, das wäre jetzt so das große Ziel. Und ja, noch vor nicht allzu vielen Monaten, Eva, war ich Praktikantin beim ORF, bin noch zur Eva gekommen und habe gesagt, kannst du mir nicht ein paar Tipps geben und wie kann man sich weiterentwickeln und so. Und inzwischen stehe ich ja vor der Kamera für Studio 2 und ja. Hat geklappt, aber es geht nur mit der Unterstützung von der Familie, von Leuten, die auch an einen glauben, weil ich glaube, das ist so das Wichtige, ich weiß nicht, Anna, wie du das siehst, wenn du nicht diesen Background hast, diese Leute, die dich so unterstützen und immer wieder sagen, ja, mach weiter und du machst das Richtige oder jetzt auch so, wie der Nick zu dir sagt, du hast das Zeug dazu, das
oh, das inspiriert einen gerade als jungen Mensch unglaublich, um weiterzumachen. Mhm. Und wusste die Eva, weil das gerade die Eva, wusstest du auch immer, dass du Moderatorin werden möchtest? Wie bist denn du groß geworden? Ich bin im Gasthaus groß geworden. Meine Eltern, da lernt man viel. Da habe ich, das war meine erste Bühne, sage ich immer. Oh, das ist wirklich so. Ja, ja. Reden muss man können. So dieses Kascheu haben. Also mein Vater wollte immer, dass wir durch die Gaststube gehen, ich und meine Brüder, und laut Grüß Gott sagen, dass das auch jeder hört. Mhm. Und das haben meine Brüder zum Beispiel, haben das gehasst. Bist du die Jüngste? Genau. Ja, und ich habe da aber immer Grüß Gott, hallo, da haben wir recht geredet und habe mich immer dazu gesetzt. Ja. Zum Glück bist du nicht geblieben im Gasthaus, weil ich stehe ja, so gerne der Früh mit dir auf. Das ist so lieb, dass du das sagst, aber das ist so interessant, weil ich hier sozusagen so viele junge, schnelle Karrieren sehe. Ja. Ihr macht es in euren jungen Jahren schon so tolle Sachen. Und weiß nicht, bei mir war das zum Beispiel anders. Ja. Ich habe zwar auch schon sehr früh dann mit 25, Anfang 20 habe ich meine erste Talkshow dann auch moderiert. Das war natürlich damals ein riesen Meilenstein. Aber bei mir ist, glaube ich, sozusagen das schon anders gewachsen. Ja. Du, ich glaube, Erfolg ist einfach auch sozusagen, dass eins nach dem anderen kommt. Was und hast du gelernt, wenn man so fragt? Naja, ich habe Publizistik studiert und habe das dann abgebrochen auch, weil mich natürlich die Praxis dann eingeholt hat. Aber bei mir war lang so der Weg das Ziel. Ich wusste auch nicht so genau. Erst als ich, seit ich ein bisschen älter bin, formuliere ich ja Ziele klarer oder fokussiere was und sage, das würde ich gern erreichen oder das würde ich gern machen oder den Erfolg würde ich gern schaffen. Und bislang es hat halt eins das andere ergeben, aber man muss halt auch dranbleiben. Und das Wichtigste waren halt auch immer Leute, die an einen glauben oder die dir das zutrauen und die sagen, ja, du kannst es gut. Du, ja. Und wie du das Angebot bekommen hast, Guten Morgen Österreich zu moderieren, was hast du da gedacht? Weil ich meine, es ist ein Renommee, es ist eine der wichtigsten Sendungen, es ist die Morning Show, aber es heißt jeden Tag aufstehen um 4:30. Naja, 4:30, 4:45. Jede Minute zählt. Ja, wirklich. Das wäre was für die Gerda, die steht ja auch so früh auf. Ja, die Gerda, die könnte das. Kein Problem. Man gewöhnt sie übrigens dran, das weißt du auch, Barbara. Nein, es ist ein Horror. Nein, ich gewöhne mich nie daran. Wirklich? Nein, ich habe mich daran gewöhnt. Aber mein erster Gedanke war tatsächlich mein Sohn, der damals 8 Jahre alt war. Und nachdem das ja nicht nur früh aufstehen war, sondern damals vor Corona-Zeit bedeutet hat, dass wir im ganzen Land unterwegs sind und dass ich einfach herumfahre und oft nicht zu Hause bin, habe ich natürlich in erster Linie damals an meinen Sohn gedacht. Ja, und Alleinerzieherin das, damals schon war? Also das bin ich ja bis heute nicht wirklich. Ja. Wir sind sozusagen getrennt, aber sind in einer super Familie geblieben. Eva, als es zur Trennung kam, hattest du das so ein bisschen das Gefühl, oje, jetzt habe ich dieses Bild der Familie, das konnte ich nicht bieten, ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen versagt zu haben oder so? So lustig, weißt du, dass ich mir das selber oft frage und ich muss ehrlich sagen, ich kann mit einem guten Gewissen sagen, ich fühle mich nicht als gescheitert. Mhm. Ich glaube, ich habe genug Beziehungsarbeit geleistet oder im Rahmen meiner Möglichkeiten das Beste gemacht. Und wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Und ich glaube, es ist in meinem Fall, kann ich sagen, und für uns beide und für jeden, es ist, glaube ich, besser, eine Notbremse zu ziehen und anderes Glück zu finden, als in einer schlechten Beziehung zu bleiben. Ich frage auch deswegen, weil Nick, du hast ja 3 Ehen, glaube ich. Gell? Ja. Jetzt das schaffe ich nicht mehr. In den Sand gesetzt könnte man nicht mehr, wer war's. Lala. Aber das ist wahrscheinlich auch, der Erfolg bringt sowas manchmal halt mit sich, ne? Natürlich, also nach meiner ersten gescheiterten Ehe, was natürlich auch mit dem Erfolg zu tun hatte, hatte ich schon Probleme, gescheitert zu sein, weil das wurde eigentlich gar nicht. Ich habe da mit 32 Jahren oder 30 Jahren geheiratet und habe mir gedacht, das ist es, 2 Kinder und das wird so bleiben und man wird gemeinsam alt und dann ist das, nicht? Mhm. Dann kommt dieser Riesenerfolg. Man ist plötzlich in den Medien, man hat plötzlich Fans, die vorher nicht da waren. Und dann braucht man schon einen Partner an deiner Seite, einen Menschen an deiner Seite, der das auch verkraften kann, verstehen kann, warum plötzlich dieses Interesse auf diese Person so groß ist. Und dann hat das eine noch das andere ergeben und irgendwann mal hat das nicht mehr funktioniert. Und ich hätte mir nie gedacht in meinem Leben, dass ich irgendwann mal 3-mal verheiratet werden oder sein werde. Aber es ist eben so gekommen und die zweite Ehe war wahrscheinlich ein bisschen zu voreilig. Und dann kam es zum dritten Mal und
war es dann eben auch so, dass die Karriere wieder mitgespielt hat, dass ich viel unterwegs bin, wenig zu Hause bin und eben dann diese Einsamkeit, die eben zu Hause dann beim Partner herrscht, wenn du unter auf der Bühne stehst und bejubelt wirst und kaum noch ein Kind, kannst nicht mehr mitfahren, geht nicht mehr so wie früher, dann kommen diese Probleme und irgendwann musst du eine Entscheidung treffen, was machen, was tun wir. Nicht? Und es ist so passiert, aber ich muss auch dazu sagen, dass wir zum Wohle der Kinder immer geschaut haben, dass da alles passt, dass das alles okay ist. Die Kinder können nichts dafür, dass sich zwei Menschen irgendwie da auseinanderleben, aus welchen Gründen auch immer. Es ist wichtig, zum Wohle der Kinder da zusammenzuhalten und das haben wir immer gemacht. Aller guten Dinge sind drei, sagt man, aber gibt es ein viertes Mal vielleicht? Eine Lebensgefährtin ist das heute da, genau die Karin. Gewusst, dass sie jetzt kommt. Entschuldige, aufgelegt. Ne? Ist aufgelegt, ja. Na klar. Ich sage immer, was kann die Ehe oder die Konstellation Ehe dafür, dass zwei Menschen sich nicht vertragen? Ich glaube immer noch, dass diese Zweisamkeit, diese Ehe schon eine Verbindung fürs Leben sein kann und die was Großes sein kann. Es muss richtig durchdacht sein und das habe ich mir immer gedacht, das klingt jetzt ein bisschen blöd, das ist es jetzt und das war es jetzt und das bleibt jetzt so, nicht? Aber sag niemals nie. Man kann auch zusammenbleiben, ohne zu heiraten, nicht? Aber die ja, Karin, eh. Die eh, Karin ist jetzt so, habe ich das Gefühl, immer an deiner Seite. Also wann immer ich dich sehe bei einem Event, ist sie bei dir. Also das ist wie ein Ich Team. Muss schon ganz ehrlich sagen, dass Karin, nicht nur weil sie jetzt gerade da sitzt, sondern wirklich eine unglaubliche große Bereicherung für mein Leben ist, die mich versteht, die mein Leben versteht. Und ich mir denke, dass es mein Lebensmensch sein wird für mein restliches Leben. Oh, ist das schön. Ihr passt auch sehr gut zusammen. Ihr seid ein schönes Paar. Du schaust doch unglaublich jung aus. Also scheinbar ist es diese Zweier hinten, das muss ein guter Jahrgänger sein. Ja. Genau. Weil der runde Geburtstag ist ja, ich meine, unglaublich. Der Chris hat gesagt, was, 40? Ja. Aber du kannst viel lernen, wenn du zuhörst, lieber Chris, vom Nick. Karriere und Liebe. Das geht sich manchmal nicht aus. Ne? Ja, man kann da sicher viel lernen. Jetzt haben wir schon ein bisschen Angst gemacht. Bist du Single? Ich habe keine Freundin zurzeit. Aber du bist jetzt, kann ich mir vorstellen, schon. Ich bin Steinbock. Ah, Steinbock. Schwierig, oder? Der bleibt allein nicht. Nein, sie ist selber. Er lässt sich Zeit, das ist kritisch. Ich kann nicht allein sein, das ist bei mir das große Problem. Ich kann nicht allein sein. Ich kann mir nie vorstellen, Single zu sein, das geht nicht. Ich brauche jemanden an meiner Seite, an dem ich mich zubeladen kann, wo ich mir ein bisschen ausreden kann. Nein, ist schön, wenn du das sagst. Das finde ich total schön. Ja, ich brauche ja, ehrlich. Ja. Und man schaut sie, lernt sie ja oft an mich und rät sie aus. Ja. Gegenseitig. Ne? Das wollte ich nämlich, ich will da jetzt kritisch hinterfragen, weil du gesagt hast, die Karin versteht dein Leben. Das ist aber schon umgekehrt auch sozusagen. Ja, natürlich. Aber sie hat ja auch erst, sie kommt ja aus einem ganz anderen Genre und hat sich da erst ein bisschen rein. Arbeiten will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie reinfühlen, wie ist das Leben mit einem Künstler? Aber vielleicht hast du trotz der drei Ehen dann trotzdem was gelernt, dass du weißt. Sicher. Ne? Zum Beispiel, man lernt nie aus. Ja, Leben. Aber gerade, ich meine, du bist gut aussehen, du bist erfolgreich und dann sind die weiblichen Fans und das muss man schon auch wahrscheinlich. Man wird da immer älter, weißt du, zu welchen Dingen. Und ruhiger, ne? Ruhiger, reifer. Ja. Und wann weißt kommt du das schätzen? Bitte? Na, du, wann kommt wie alt bist du? 30. Ja, das ist das Drama meines Lebens gewesen. Ja, das ist das Drama, ja. Nein, aber das lernt man. Man lernt das scheinbar. Ja. Gerda ist ja auch zweimal, glaube ich, geschieden, gell? Ja, ich war 25 Jahre verheiratet. Insgesamt? Also zwei Männer haben mein Leben begleitet. Einmal 15, einmal 10 Jahre. Okay. Danke, das hat gereicht. Dann bin ich erwachsen geworden und durfte alleine gehen. Sie sagt immer, sie hätte es mit einem nicht ausgehalten. So, und dann ist erst richtig lustig geworden. Gerda, wo hast du das gelernt? Diese ganzen Sterne, Astrologie und Horoskope erstellen und
Du, ich lebe damit. Jeden Tag. Wann hast du begonnen, in die Sterne zu schauen? Mein Gott, das ist ja schon... War das noch in Italien? Ja, das war in Italien, wie ich in Rom gelebt habe, ja. Ich habe 5 Jahre in Rom gelebt. Ein sehr aufregendes Leben hast du geführt. Ja, das war das Dolce Vita, wirklich. Das war ja damals noch Zeit von Federico Fellini. Du, Anita das, Ekberg und so. Ja, die, ne? Anita Ekberg, wer weiß, Helmut Berger. Jösses. Ja, Raumhaus super, ja. Mann. Wahnsinn. Damals. Ein Wahnsinn, wirklich. Ja. Die Lollo, erinnert Gina Lollo, Deutsche da, die Lorraine. Die hast du alle auch kennengelernt? Ich habe sie dort kennengelernt. Ich hab, mein Mann war ja auch in der Filmbranche, zum Beispiel auch Romy Schneider. Aber das war halt auch die Zeit. Wo hast du denn den Mann kennengelernt? Kennengelernt habe ich ihn in Teheran. Okay, na gut, da was frage ich international. Und in Teheran warst du? International unterwegs. Und das war das ein Urlaub oder was war das, Gerda? Was? Was? Ja, er ist mir in der Hotelhalle begegnet. Nein! Was und Liebe auf den ersten Blick? Und er wurde mein Ehemann. Du, ja, aber so jetzt muss ich schon sagen, warum wurde er der Ehemann? Du musstest ja früher heiraten, er Amerikaner, ich Österreicherin. Ja. Das wäre ja gar nicht anders möglich gegangen mit diesen ganzen Formalitäten. Außerdem, ich bin ja noch so erzogen worden, man lebt in keiner wilden Ehe, man heiratet, man ist ein anständiges Mädchen. Ja, alles Blödsinn. Du, Gerda, und du warst dann nach der Trennung des zweiten Mannes, wie alt? Du, da war ich 45. Und seitdem keine Beziehung mehr? Naja, man hat einmal eine nette Affäre gehabt. Oder auch Affären, zwei. Affären gehören einmal zum Leben. Aber, nicht wirklich von langer Dauer. Aber, ne? Hast du es dann in deinen Sternen gesehen? Du musst es von dir auch, ja auch gewusst haben, oder? Du hast ja auch zweimal geheiratet. Und du schau, ich habe dann mein Horoskop studiert. Und da dein ich eigenes, oder wie? Nachher. Wie ich nachher, in Rom gelebt okay. Und bin eigentlich draufgekommen, mit meiner Wassermann-Venus brauche ich Freiheit. Also ich war immer sehr perfekt, der Steinbock macht immer alles brav, aber eigentlich bin ich draufgekommen, das ist nicht mein Leben. Und natürlich habe ich es geändert. Und die Venus im Wassermann ist eine sehr freiheitsliebende Venus. Und da hat man viele Freunde, aber man kann auch als Steinbock sehr gut alleine leben. Das sind ja die Sternzeichen, die es am besten können. Von allen 12 Tierkreiszeichen. Erzähl mal nichts. Ich grüße sehr leicht. Liebe allein bleiben. Du sagst 4 Frauen und du bleibst am besten allein. Du hast Zeit. Wenn man nur noch den Garten, was irgendwie zusammenpasst oder nicht, noch bei den Sternzeichen, dann hätten die halben Leute nicht mehr heiraten. Also, man müsste sich dein Horoskop sehr genau anschauen, einen Partnerschaftsvergleich machen und dann kann man ja sehen, wie lange das geht. Mein Schatz ist Löwe. Karin, ja, ich bin gern bereit, dir mal reinzuschauen, bevor du wieder in die Falle tauchst. Aber Gerda, was interessant ist, du hast ja eine Zwillingsschwester. Ja. Ne? Und hat die auch dieselben Daten wie du? Die ist ja ganz anders. Die ist ja verheiratet, ne? Nein, die ist geschieden. Ah, die ist auch geschieden, ja, aber war die nicht länger verheiratet, deine Schwester, die Renate? Die war ein bisschen länger verheiratet, aber sie ist auch geschieden. Dann war sie in einer langen Lebensgemeinschaft, aha, die ist beendet auch. Wir haben beide ein Kind, wir sind beide selbstständig. Sie hat Modegeschäfte und steht auch mit 80 noch jeden Tag im Geschäft. Macht sie unglaublich, gerne. Unglaublich. Und so ist es. Ja. Aber jetzt ist sie auch, alleine. Sterne, okay, alles klar. Aber ich glaube, man sollte schon ein bisschen und sehr viel auf sein Herz hören und sein Innerstes hören. Auf jeden und das, Fall. Ich bin ein Gefühlsmensch. Ich immer sonst würdest du nicht solche Songs schreiben. Wahrscheinlich auch, ja. Aber für mich ist es einfach so, wie spüre ich es? Egal, was die Sterne oben sagen. Wie empfinde ich das Ganze? Was ist für mich der richtige Weg? Man muss sich selber entscheiden. Man muss den Kopf und den Herzen spüren. Und dann für sich entscheiden und man trägt auch die Verantwortung dafür. Geht's schief? Ja. Ich habe daran geglaubt, weil sonst hätte ich es nicht versucht. Ja. Nicht? Wie ist denn das bei euch beiden da, bei euch süßen Mädels da? Ja, und das Frauen. Die auch nicht. Wie ist bei den süßen Mädels? In der Werbepause. Na, ich bin ein Steinbock, ich sag's gleich. Aha, du meinst damit jetzt abgehakt oder was? Nein, nix. Das ist nein, ich habe nur gehört, dass das ein schlechtes Omen ist. Steinbock zu sein. Ich bin auch Steinbock und bin zweimal geschieden. Also die Chance, dass du zweimal. Ja, also dass du. Alles klar. Ja.
Was ist mit dir? Nein, also ich bin vergeben, sagen wir so. Ich sage gar nicht mein Sternzeichen, aber mein Freund ist heute mit, also... Also brav sein. Also bitte, brav sein ist sowieso der Standard, aber also ich bin sehr glücklich vergeben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wissen wollen würde, was die Zukunft bringt oder vielleicht nicht bringt. Man geht halt jeden Tag irgendwie einen Schritt weiter nach vorn oder drei zurück und... Hör auf dein Herz. Ja, das ist, glaube ich, wirklich... Also sicher natürlich immer hilft es, wenn der ein oder andere mal sagt, ja, und das wird schon und glaub an dich oder so. Also ich glaube, das kennt jeder von uns. Aber so ein bisschen muss man sich auch überraschen lassen, was die Zukunft bringt. Weil hätte mir damals, wie ich meine Studienarbeit geschrieben habe, gesagt, naja, in einem halben Jahr stehst du dann bei Formel 1 im VIP-Bereich und solche Sachen, hätte ich gesagt, ja, genau. Das ist, je älter ich werde, ja, habe ich so das Gefühl, als junger Mensch will man sich so viele Erfahrungen ersparen. Will man gar nicht erst machen und hofft, dass das nicht passiert und das nicht passiert. Und je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, es kann alles kommen, so wie es kommen soll oder so wie es kommen muss, oder? Du vertraust ins Leben. Wahrscheinlich. Oder vielleicht, weil man auch schon das eine oder andere auch gemeistert hat. Oder weil man halt auch weiß, man fällt nicht gleich um, ja, wenn einmal was ein bisschen aus dem Ruder läuft. Ich glaub, aber bist halt du ein Single? Da. Was sagt man so spontan? Jetzt hat sie den richtigen Zeitpunkt. Jetzt hat sie dich erwischt. Ich weiß nicht, das war jetzt gescheit. Nein, ich bin in keiner Beziehung. Nein, bin ich nicht. Wärst gern in einer? Okay. Ich bin ja kein Steinbock. Ich bin ja bald wieder in einer Beziehung. Weil ich ja kein Steinbock bin. Ich bin ein Stier. Ah, ein Stier bist du. Stierli. 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 Aber ich glaube, Eva, ich glaube, irgendwann hört dann einfach der Perfektionismus, schraubt sich dann zurück. Och, oder sagst du einfach irgendwann, na okay, es ist, wie es ist und man kann es nicht ändern. Weil, ich weiß nicht, Anna, du zum Beispiel, glaube ich, nach deinem Sieg hast du auch, wenn ich mich richtig erinnere, mal gesagt, ja, das war jetzt nicht der allerbeste Auftritt, ich hätte es noch besser machen können und noch besser werden, hast du auch gesagt, wie du das Video angeschaut hast. Ich glaube, das ist jetzt so in unsere DNA irgendwo reingeschrieben, wir wollen halt immer mehr, immer besser, immer, weiß ich nicht, immer perfektionistischer. Aber vielleicht ist das gar nicht der richtige Weg. Ich weiß ja nicht. Ja, aber das ist ja auch die Definition von Erfolg, ist ja sozusagen für jeden selbst bestimmbar, oder? Jeder hat einen anderen Maß oder Werte, Wertekatalog vielleicht was oder Parameter für Erfolg, ja? Oder? Das ist ja für die ist für Erfolg vielleicht ganz was anderes als für mich. Schwierig wird es nur immer, wenn Erfolg dann von außen so messbar wird. Ja? Und das ist ja das, was du ja gesagt hast: In Beziehungen ist es dann eine Scheidung, das ist dann ein Misserfolg. Oder eine Trennung. Ja? Oder viele haben ja auch das Gefühl, na, wir sind schon 30 Jahre zusammen. Also wir, wir sind erfolgreich. Jahre verheiratet, bravo. Ja? Das wird dann also bejubelt. Ja? Also das finde ich schon, und jeder hat halt was anderes. Ja? Für mich ist es auch Erfolg, dass ich sozusagen nicht verheiratet irgendwie oder alles zu zweit mache. Das kann ja auch Erfolg sein, oder Gerda? Wieso? Also ich finde, es ist wunderbar, eine schöne Zweisamkeit, Partnerschaft zu leben. Genau. Aber es gibt auch Menschen, die unwahrscheinlich gut geeignet sind für Beziehungen, gibt es Beziehungsmenschen und dann gibt es eben wieder Menschen, die sehr eigenständig sind. Das sind die paar Junggesellen, die sich zwar einbilden, sie können ohne Partner nicht leben und immer wieder auf der Suche sind, dann haben sie es. Spülen wir das nicht ein, in aller Ehre deiner Sternenseherkunst, glaube ich doch, das Gefühl und Herz das Wichtigste ist überhaupt. Absolut, Gefühle sind wichtig. Und jeder Mensch, ich glaube, jeder von uns handelt und reagiert und macht, geht Wege und Schritte, wie er es spürt, wie er es vom Herzen spürt, wie er es fühlt. Ja, ja, natürlich. Und fragt nicht jetzt, ruft dich an und sagt, du soll es machen, soll es nicht machen. Nicht? Was sagen die Sterne? Wir alle, glaube ich, reagieren und handeln und tun nach dem, wie wir es fühlen. Ich glaube, das ist richtig so, dass man das so macht. Das ist eine Entscheidung. Ne? Es ist eine Entscheidung, die man trifft und man trägt auch die Verantwortung dafür. Und zu der muss man dann stehen. Ja? Und man wird ja auch älter, man wird reifer und man lernt ja auch aus dem Leben und weiß, okay, das hat nicht funktioniert. Wenn man da und da und das... Haben dich eigentlich Niederlagen stärker gemacht? Ja, natürlich. Weil deine Karriere ging ja nicht so rauf, sondern du hast ja lange quasi, dann kam was und... Natürlich stärkt dich das. Nicht? Schon, wenn du so lange kämpfst wie ich, ich habe mit 45 Jahren meinen Riesenhit, oder 44 war ich,
ein Stern, der deinen Namen trägt, feiern dürfen, zusammen mit DJ Ötzi. Ein Song, der 30 Jahre alt schon ist und dann plötzlich alle Herzen der Menschen erreicht. Warum erreiche ich die Herzen der Menschen? Weil sie was spüren, ein Gefühl spüren, eine Emotion spüren, die ich beim Schreiben gehabt habe. Das kann glaub, auch nur Musik und Text. Das kann ich am besten mit Musik, mit Melodien und mit Texten von mir geben, weil mir damals Musik aus meinem Mutterstab geholfen hat. Ich habe damals, weiß ich noch, liebend gern Peter Alexander gehört. Das klingt jetzt so, aber es war einfach so. Wenn ich so gehört habe, Pedro, Pedro, dann hat mich das einfach glücklich gemacht. Ja, hier ist ein Mensch und alle diese Sachen. Das hat mich einfach aus diesem Sumpf, in dem ich da war, aus diesen vielen Fragen, die ich hatte an das Leben und alles drum und dran nach dem Tod, geholfen. Musik. Du bist ja auch bei Pflegefamilien oder genau. Bei einer Pflegefamilie groß geworden. Genau, ja. Die dich eigentlich auch sehr durch eine schwierigere Zeit getragen hat, nicht? Weil du hättest theoretisch auch irgendwie abdriften können, ne? Wäre ich sicherlich auch. Ich bin ja nach dem Tod meiner Mutter nicht mehr in die Schule gegangen. Ich habe die Schule geschwänzt. Es war niemand da, der sich gekümmert hat darum, was ich mache. Es war ein Vater, der war mit 5 Kindern total überfordert. Er hat es einfach nicht hinbekommen. Der Jüngste war damals 5 Jahre alt und das war schrecklich. Und wie soll ich sagen? Man versucht sich da irgendwie dann durchs Leben zu schlängeln. Und ich weiß heute, deswegen unterstütze ich auch Organisationen, die Kinder helfen, wo Kinder unterstützt werden, weil ich an mir selbst gemerkt habe, wie man sich fallen lässt als Kind, wenn da niemand ist, der dir sagt, was du zu tun hast. Dass du die Hausaufgaben machen musst, dass du das und das und das machen kannst. Ich habe mit 9, 10 Jahren gemacht, was ich will. Und du machst einfach nicht. Ich bin in die Schule gegangen, zu Hause, vermeintlich, habe mich dann versteckt in einer Scheune, bis ich gewusst habe, jetzt ist die Schule aus und bin wieder heimgegangen, bis irgendwann die Polizei da gestanden ist, was ist mit dem? Da kommt einmal in die Schule, wo ist der? Nicht? Es war eine schreckliche Zeit und Kinder verlieren sich. Wäre ich nicht zu meinen Zieheltern gekommen, hätte es diese Organisation nicht gegeben, die mich da aufgefangen hat und dort hingebracht haben zu meinen Zieheltern, die mich dann wieder in das Leben geführt haben. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Die Schule ist wichtig auch. Familie, natürlich. Genau. Ich habe ja dann, als ich wieder in die Schule ging, bei meinen Zieheltern, war ich einer der besten Schüler in der Schule überhaupt. Also war einer Klassenbeste. Also das heißt, ich bin nicht blöd. Nicht? Sondern ich habe doch was können. Nicht? Aber man zweifelt an sich einfach. Gell? Und wenn das Leben so spielt, gleich am Anfang an, ist das, das prägt dich eigentlich das ganze Leben. Man wird dankbarer für alles, das du irgendwie in deinem Leben erreichst. Wie war deine Kindheit, Gerda? Ja, du, ein Kriegskind. Ich bin ja zur Welt gekommen, dass ich 42 die Bomben geflogen. Wirklich wahr. Und es war ja im Sudetenland. Die Mutti sagt, die hat ja nicht einmal gewusst, dass sie Zwillinge bekommt. Da hat so kein Ultraschall nichts gegeben. Und auf einmal waren 2 Kinder da. Die größte Sorge war, wie man einen Zwillingskinderwagen kriegt, hat mir meine Mutter erzählt. Das war ja damals Krieg, wo sollst du das herhaben? Ja, und dann bin ich mit 3,5 Jahren sind wir ja geflüchtet nach Deutschland, haben dann lang ohne Vater gelebt, der in Wien war. Also es war eine sehr karge Kindheit, aber aus Steinbock kann man karge leben. Ich habe das nicht so böse in Erinnerung, komischerweise. Na, und ihr hattet euch beide immer. Es gibt eine dritte Schwester ja, auch noch. Aber eine ältere. Genau, das Verhältnis ist sehr gut, aber so innig wie zu deiner Zwillinge. Logisch, das ist... Zwillinge, weil wir sind ja eineiige Zwillinge. Genau, richtig, ja. Und das ist sehr innig. Wir denken, fühlen, handeln sehr gleich. Also es ist interessant, wir hatten ja auch Ehemänner, 15 Jahre älter, beide im Sternzeichen Zwillinge geboren. Ich habe früher geheiratet, sie später. Wir sind dann beide geschieden worden. Wir haben beide ein Kind. Wir hatten auch beide wirklich 14 Tage Unterschied. Am selben Platz einen Autounfall. Am selben Platz. Das hätte man mit einem Zentimeter messen können. Nur beide unschuldig. Mir ist einer reingefahren und 14 Tage später der Schwester einer. Aber am allergleichen Platz. Also
schon interessant, wenn man sich eineiige Zwillingshoroskope ansieht und das Leben verfolgt. Es läuft sehr, sehr gleich ab. Ein bisschen Zeit verschoben. Genau. Aber Chris, weil er jetzt, ich weiß, ich darf das nicht erwähnen, die Schule, das sagt na, weil du möchtest nur ganz schnell fertig machen und dann Karriere, ne? Nein, ich glaube, Schule ist sicher viel was Wichtiges und ich glaube, es ist sicher nicht blöd, wenn man was in der Hand hat, weil man weiß ja dann trotzdem nie, wie es noch mit der Muse weitergeht. Was würdest du denn machen, wenn es mit der Muse nicht weitergeht? Wenn es mit der Muse nicht weitergeht, weil das kann man ja eigentlich nie wissen, dann tat ich gerne irgendwas mit Holz. Okay. Mein Papa ist Zimmerer und irgendwas in die Richtung. Also ein Handwerk lernen? Ja, irgendwas, wo ich mit den Händen was tun kann. Okay. Und die Anna? Eines der größten Ziele ist für mich, dass ich Menschen unterhalten kann. Mir gefällt es so, wenn jemand, das habe ich gerade letztens zum Freund von mir gesagt, mir gefällt es so, wenn jemand lacht über meine Witze, das ist mein Tag ist gerettet. Das können wir jederzeit und gerne. Das sind die schlechtesten Witze teilweise, wenn jemand lacht und es muss nur eine Person sein, dann bin ich schon. Das heißt, so du erzählst den Witz und die Larissa lacht. Ich lache immer. Ja, ich glaube, die Larissa ist sehr gute. Ich müsste man immer reinsetzen, wenn so Premieren sind im Kabarett. Ja. Dann braucht man solche Leute, die lachen. Ja? Tatsächlich war ich schon früh, auch als Kind, da haben mich meine Eltern sehr viel kulturell irgendwie mitgenommen zum Kabarett oder zum Theater und ich war das ein oder andere Mal die lauteste im Saal und die Mama hat sich schon gedacht, okay, soll ich jetzt rausgehen mit ihr, die kugelt sich da neben mir so. Aber du hast schon so eine glückliche Kindheit, gell? Weil wenn der Bruder sich so gefreut hat, der Kleine, gell, als du groß geworden bist. Absolut, also meine Eltern unterstützen mich wirklich in jeder Lebenslage und dafür bin ich richtig dankbar, weil es ist auch nicht selbstverständlich. Ich habe eigentlich Gebärdensprache und Englisch studiert und bin dann eines Tages hingegangen und habe gesagt, eigentlich möchte ich gerne ins Fernsehen als Moderatorin und meine Eltern waren so, ja, passt, wir unterstützen dich, was du machen möchtest und sie waren auch immer dabei. Und wieso hast du Gebärdensprache studiert? Das finde ich sehr spannend. Ja, also ich war im Austauschjahr als 15-Jährige und als ich dort dann habe ich eine Gehörlose kennengelernt und ihre zwei Gebärdensprachdolmetscher bei einer Veranstaltung und habe das einfach gesehen und habe das extrem spannend gefunden. Und das Studium, ich habe nicht nur Gebärdensprache, sondern auch Englisch studiert, hat mir schon wirklich sehr viel auch jetzt als Moderatorin geholfen, weil Gebärdensprache ist ganz viel mit Mimik, mit Ausdruck, mit auf der Bühne stehen auch natürlich, aber in einem anderen Setting. Und das hat mir unglaublich viel gebracht und das war einfach sehr, sehr, sehr spannend. Und bis jetzt muss ich sagen, Gebärdensprache ist wirklich die schönste Sprache, die man lernen kann. Du kannst sie? Ja. Wie gut sogar, sie hat mich schon einmal unterrichtet. Nein. Kannst du mir was machen? Guten Morgen habe ich der Eva beigebracht. Ja. Wie geht das? Warte mal. Weißt du es noch? Kann ich es noch? Warte mal. Oder? Gut. Ja. Na, herzlich. Genau. Dieses herzlich willkommen von der Seite, wo die Türe, also wo man reingeht. Da ist auch eine Tür. Also hier, ja genau. So. Guten und dann Morgen. Guten Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Ja, und dann herzlich. Finde ich großartig. Willkommen. Wenn jetzt zum Beispiel die Karriere von der Anna oder von der Larissa noch Schwung benötigt oder vom Chris, dann kommst du zum Einsatz, ne, Clemens? Du meinst, ob ich ein Buch über sie schreiben würde oder was meinst du jetzt? PR machst du ja auch. Du bist ja auch der PR-Manager. Ja. Dann würdest du so ein bisschen Ich glaube, das brauchen alle, die hier sitzen, jetzt nicht so unbedingt von mir. Aber also Gerda Rogers zu managen ist ein Fulltime-Job, weil da geht so viel rein, raus. Und sie kann sich nicht um alles kümmern. Sie macht ihre Beratung. Was hast du gelernt? Ich habe Kommunikationswirtschaft studiert. Und wolltest du, ich glaube, du warst auch 8 Jahre alt oder so? 7. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich wollte immer reich, schön und berühmt werden. Genau. Ist ein Ziel, ne? Mit sieben. Genau. Und, ist es gelungen? Das kann man selber schwer sagen, weil wenn man sich selber lobt, das klingt ein bisschen so egozentrisch. Das bin ich. Aber reich? Für viele bin ich eigentlich der von der Rogers, der dauernd mit dir ist und keiner weiß, was er genau macht. So, kurz zusammengefasst. Ich habe 3 Bücher geschrieben, jetzt kommt das 4. 2 davon waren Bestseller. Das erste war die Biografie über die Gerda. Das zweite war, wie man berühmt wird. Da habe ich mir gedacht, ich schreibe ein bisschen das nieder, was ich so erlebt habe in dieser Glamour-Welt. Das war auch in Deutschland ein großer Erfolg. Da habe ich über 100.000 Bücher verkauft. Dann berate ich große Firmen PR-mäßig. Hin und wieder habe ich eine Gastrolle im Fernsehen, jetzt gerade in einem Fernsehfilm, in einer Co-Produktion. Also ich mache eigentlich sehr viel und das soll auch so bleiben, weil wenn du mich nach meinen zukünftigen Zielen fragen solltest, es soll weiterhin so abwechslungsreich sein, weil ich bin ein Schütze, das gebe ich absolut recht. Ich brauche erstens Freiheit und zweitens immer was anderes. Das ist ja was Herzliches. So, und kurz zusammengefasst. Und in welchem Fernsehfilm?
Das darf ich, glaube ich, noch nicht verraten, aber es ist nicht mein erster Gastauftritt. Aber die Gerda zum Beispiel hat ja das Glück, ja, wenn du mal wirklich ein Superstar bist, dann kannst du dich selber spielen, weil ihr habt ja beide in Walking on Sunshine gespielt, wo ihr euch selber gespielt habt. Ja, wir haben Walking on, genau, on Sunshine. Haben es wir war ein ganzer Satz, ja, und 2 Sekunden im Bild, aber es war ein Cameo-Auftritt. Du hast ja noch mehr gesagt als ich, glaube ich. Ne? Die Gerda hat gesagt, was? Wirklich? Das habe ich nicht kommen sehen. Aber es war ein Satz. Ja, ein Satz, ja, aber immerhin. Ne? Und Eva, und du, ja, bist berühmt für deine Lacher. Der Lacher, ja, fängt der an, Lacht das dahin, ist nicht mehr, genau, zum Bremsen. Ja. Ja, aber das ist gut. Ich denke mal, man muss einfach lachen. Also ich versuch gar nicht, ich bin da einfach sehr authentisch. Ja, und wenn was lustig ist, dann lache ich, ob das jetzt auf Sendung ist oder privat. Oder, ja. Du bist bekannt für deine Fröhlichkeit. Ach, die, genau. Man glaubt es auch nichts, aber die Gerda ist auch sehr lustig. Mit der kann man auch sehr viel lachen. Ja, das wissen wir, dass die Gerda lustig ist. Ja. Auf alle Fälle hatte ich auch die ganze Stunde hindurch gute Laune, auch wenn manche Themen ein bisschen schwieriger waren, aber sehr offen und ehrlich. Dankeschön, lieber Nick, großartig. Gerne. Macht dich wahrscheinlich auch zu dem, der du heute eben auch bist, ja, dein Leben. Es, ja, es war, es war wunderschön, es hat mich sehr gefreut. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Sie schaut, der Herr Kaiser, ne? Wir hören jetzt noch den lieben Chris, der für seine Mama und für die Mama singst jetzt, gell? Wenn sie schon dabei ist und nichts sagen wollte. Wenn sie schon zuschaut, wenn schon zuschaut, dann kannst du wenigstens für sie singen. Für die Mama, ja. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, viel Erfolg, und wir sehen ja sowieso einander bald, ja, wieder bei dem einen oder anderen Event. Gell? Dankeschön. Danke dir, und danke Ihnen fürs Zuschauen. Und jetzt Bühne frei für den lieben Chris Stegler. Mama, küsst du mir nur alle Sorgen, was ich gar nicht verstehe. Doch wieder ohne geschossen auf die Menschen, die er nicht einmal kennt. Er kennt mir nichts tun, dass das alles einfach nicht mehr passiert. Dass die Liebe über den Hus triumphiert. Und wo wir da wohin, sind wir Schwestern und Brüder. Und wo wir da wohin, steht da keiner. Mama, so leicht geht man um, so leicht geht man um. Und wo wir dann wohin, sind wir Schwestern und Brüder. Und wo wir dann wohin, steht da keiner am Rund. Gehen wir ins Rund und verstehen wir uns wieder. Mama, so leicht geht man um, so leicht geht man um. Thank you.